Bestienfeld. Okay, das klingt gut. Wo ist es? Ah, da drüben. Wow, das war doch mal ganz woanders. Okay. Burg Doma. Wo ist Doma? Alles da, okay. Gut. Das müsste ich dann jetzt so auch auf der Karte verzeichnet haben. Wir haben ja jetzt ein Luftschiff, also können wir wieder entsprechend uns umschauen. Kennt ihr jemanden aus Soso, der immerzu warnt, hier ist es gefährlich? Er ist der Einzige, der ehrlich haut in... Was? In die... Er ist der Einzige... Er ist die einzige ehrliche Haut in jener verkommenen Stadt. Mit Fragen solltet ihr euch an ihn wenden. Okay. Ganze Chaote hier, ey. Willkommen! Ja, wir können uns nichts mehr leisten. Falchion... Fuck. 17.000! Wow. Okay, da müssen wir noch ein bisschen Geld wieder einnehmen. Irgendwie haben wir einen dezenten Geldmangel. Wieder mal. Ah, da ist sie, ja? Nee, das ist sie nicht. Okay. Was mit dir? Hab mich früher als Dieb durchgeschlagen. Junge, Junge, das waren noch Zeiten. Mit glitzernden Augen erklomm ich Kefkas Turm. Aber schon die erste Schatzkammer gab mir fast den Rest. Ja. Okay. Macht ja nichts. Also schon. Also zu geprimpft, mir ist das egal. Gebastelte Blumen von hoher Handwerkskunst. Okay. Sieh nur. Die Lola, sieh nur. Die Blumen hat mir alle mein Freund geschickt, der in Moblitz weilt. Schau genau hin, diese Blumen sind nämlich selbst gebastelt. Weil doch in der Natur keine mehr wachsen. Oh ja, mein Freund ist ja so romantisch. Und erst seine Briefe. Okay. Moblitz wurde von Kefkas Licht der Verurteilung getroffen. Irgendjemand muss die Briefe anstelle des Freundes schreiben. Brief lesen, ja. Meine liebste Lola, die Aufbauarbeiten im Dorfe schreiten wohl voran. Mich dünkt, schon bald ist mir vergönnt in deine seligen Arme. Mich dünkt auch. Dieser altertümliche Stil, das klingt verdächtig nach Sian. Doch woher mag er die Briefe wohl schicken? Könntest du die Antwort für mich vielleicht zur Brieftaube bringen? Die neue Ausgabe von Tücher und Schals dekorativ gebunden ist nämlich raus. Die wollte ich noch lesen. Brief zur Brieftaube bringen, ja. Vielen Dank. Okay. Warum macht sie an sowas? Das ist die Brieftaube. Ja. Okay, wo fliegt die hin? Sehen wir das? Ah ja. Gut. Ah, super. Hat sich einmal im Kreis gedreht. Wo fliegt sie wohl hin? Dahin. Da gehen wir dann auch hin. Na? Obwohl? Ja doch. Doch, sieht so aus, als würdest du da zum Landekorridor ansetzen. Alles klar. Müssen wir uns merken auf der Karte. Zum Glück hat man es gesehen auf der Minimap. Weil die Sache ist natürlich, man sieht nicht immer alles. Lola bekommt in letzter Zeit so viele Briefe. Ob die wohl von ihrem Freund aus Moblitz sind? Leer. Leer. Okay, schade. Gut, auf nach Moblitz nicht, sondern dahin, wo die Briefe herkamen. Und zwar da. Hui, oh Gott, ist das Ding schnell. Das ist ja der Burner. Ja, jetzt wäre ich schon beinahe dran vorbeigeflogen. Hier. Aus Soso. What? Okay, sie fliegt weg. Sauber. So, na. Ja, normale Attacken for the win. Gut, dass die wenigstens stärker geworden sind. Gibt's jetzt hier auch was zu kaufen eigentlich so? Hier ist es total sicher. Okay. Das klingt irgendwie nicht so. Aber na gut, whatever you say. Uff. Hang. Wow. Damage.
Das ist irgendwo noch ganz da oben geflogen, ne? Was bist du denn? Wenn du auf das Dach der Taverne kletterst, gelangst du in die Soso-Berge. Die Monster dort sind ziemlich schlink, könnte aber nicht schaden, etwas anzulegen, das die Trefferquote erhöht. Mit diesem Schützen-Irgendwas-Ding soll angeblich jeder Angriff sitzen. Da oben gibt's eine verrostete Tür, aber mit diesem Entroster kriegst du sie garantiert auf. 1000 Gil. Ja, Entroster erhalten, keine Ahnung. Also, auf der Taverne. Ist die Soso-Herberge, aber... Wollt ihr mich echt nerven? Ja, wahrscheinlich, ne? Also, gegen die ist alles, uff. Das ist nicht richtig. Das ist ja nicht die Taverne. Ah, warte mal, aber da geht's doch weiter. Okay. 6. 20:50, oder? Die Uhr drückt. Tickt ein unbeeindruckt weiter. Okay, das ist es nicht. Wo hat er gesagt? Auf der Taverne. Ah ja, okay, cool. Alles klar. Das hier ist die Taverne. Dann gehen wir da durch. Hi. Der Sekundenzeiger steht auf 30. Das ist gut. Gut, dass die Gegner hier so billo sind, obwohl... Ah, jetzt. Okay. Nix wie hoch. Mioink. Ist das der richtige Weg? Nee. Das ist ein Rüstungs-Bobby. Ah, nee, doch, da. Ja, okay. Wo ist die verrostete Tür? What are they talking about? Musste man hier nicht rechts und links rumjampen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wenn jetzt jeder Treffer sitzt, wäre das schon mal nice. Boom! Oh Mann, voll der Overkill. Gut, die haben uns aber auch nichts mehr entgegenzusetzen. Oh, das war stupid, weil da ist ja noch eine Tür. Sehe ich gerade. Einmal hoch bitte, danke. Und dann da durch. Der Rost löst sich auf. Ja, nice. Ich bin beinahe in die falsche Richtung gegangen. Soso Berge Parterre. Okay, da oben geht's weiter. Das heißt. Oh. Okay, wir gehen erstmal da runter. Weil sonst. Okay, cool. Verfehlt. 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 Hallo. Treffen? Mein ja nur. Oh, die haben uns Geld gestohlen, die Säcke. Ja, ich glaube, so geht's besser vorwärts. Keilerei. Kielo. Die sind stark. Relativ gesehen, natürlich. Das ist schon mal eine Kiste. Peng, Eisschild. Glasaya Labolas. Treffen. Oh, danke für dein Like. Was ist los mit dem? Okay, ich glaube, wir müssen den mal dezent analysieren. If possible. Falls er das jetzt überlebt, natürlich. Mhm, der hat keine LP mehr, großartig. Schwäche Gift. Okay. Gut, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht ständig da drauf bleiben. Rotkappe. Edgar, heil uns mal. Okay. Und danke für die Stars. Hm. So. Ah, nee. Mist. Das war stupid.
Ich wollte nicht nochmal analysieren, danke. Don't care. Schwächegift. Haben wir nicht Gift? Gift? Ah, da, ja. Wie verfehlt. Warum weicht denn der so hart aus? Was ist los mit dem? Der gibt richtig viel EP. Smells like, ich sollte ein bisschen leveln, ne? Was, achso, das scheint einfach nur so da rein. Gut, nur kommen wir da nicht darüber. Oder doch? Ah, wir werden sehen. Komm, gib ihm. Ja, so lobe ich mir das. Seven hat Klingensturm gelernt. Hi, ja, hab ich gesehen, danke dir. Okay, der ist mit Ramu durch, das Setzor. Dann Esper, nächste freie Sirene. Okay. Irgendwie kommen wir zu den Fertigkeiten unten gar nicht so schnell hin, wie ich gehofft hatte. Blitzschild erhalten. Okay. Ja, cool. Die Glacia Labolas bringt halt auch echt viele EP, ne? Aber ich glaube, es gibt noch bessere zum Leveln. Boom! Weggegiftet. Ja, Edgar aufgestiegen. Great. Da haben wir alles geholt, ne? Ja, okay. Gut. Aegis-Schild. Wird ja immer besser, die wollen das andere gar nicht anlegen. Na gut. So Berge. Alles klar, hier ist nichts weiter außer dem hier. Goldspange. Ha, da haben wir sie doch noch gekriegt. Zum Glück haben wir den Mock gerettet. Kleine Mock. Moggedy-Doo. Okay, go. Zack. Ja, da ist nix, also einfach rüber. Ja, okay, komm, Gift kann man mal machen, muss man aber nicht. Die trifft einfach nicht damit, ne? Gott, sind die nervig. Der Orienteufel. Also, geht doch. Im Grunde wollen wir da hoch. Ja, da ist ein Schalter. Aber irgendwie traue ich diesem Schalter nicht. Ja, dann müssten wir natürlich erst überhaupt mal darüber kommen. Gift. Da. Und ab. Slap. Awesome. Können wir da rüber marschieren? Ja, gut. Also da könnten wir jetzt natürlich übernachten. Wollen wir nicht. Ah! Wer war das? Hey,